Grüße zum großen Sommerloch Star Wars 2018. Nichts los, richtig, Sommerloch. Star Wars ist auch ruhig. Star Wars E9 castet. Star Wars E9 geht zurück zu Amerika, da wo auch früher gedreht wurde, wird jetzt auch wieder gedreht. Nicht hier in England, also nicht hier um die Ecke. So, die 40.000 US-Hasser, die hat man auch mittlerweile im Case. Disney war total erschrocken, ist klar. Sowas kannten die nicht, dass plötzlich einer vorbeikommt mit 200 Millionen, bitte dreh E8 nochmal neu und all solche Sachen. Auch die Sache mit Han Solo ist gar nicht so schlecht gelaufen, es läuft immer noch gut. Jeder Kunde, der den gesehen hat, sagte, die Spitze hat mir gefallen. Sogar Leute, die gar keine Ahnung mehr haben von Star Wars, diese New Generation, was ist das überhaupt? Mittlerweile haben die sich auch infizieren lassen. Star Wars ist Star Wars, machst den Deckel auf, ist Star Wars drin, also ist halt so. Wir können nicht dauernd zurückspringen, wir müssen die 41 Jahre genießen, 41 Jahre Star Wars. Heute Sommer ein schöner, ruhiger Tag und ich lese auch alles, auch in der Rubrik und auch in der Community ist auch ziemlich ruhig. Es ist richtig, der Hype hinter den Figuren ist im Moment erloschen. Hier wurden nur diese großen Figuren gekauft, weil als Geburtstagsgeschenk macht es mehr Sinn, wenn man mit so einem großen BB-8 oder R2-D2 um die Ecke kommt. So, wir arbeiten immer noch daran, diesen Falken irgendwann zusammenzubekommen. Ich meine, 1200 Euro ist eine Hausnummer und mal eben jeden Monat da um die 100 Euro ausgeben, das ist auch so eine Sache. Das dauert halt noch, wir brauchen noch, glaube ich, die Hälfte, über die Hälfte brauchen wir noch und dann können wir loslegen. Es sind und es bleiben 1200 Euro, die Augustini da bekommen wird. Und ja, sobald wir, wie gesagt, diese Rechnung gerade auf den Weg gebracht, auch wieder 4 Beutels bekommen, dann wieder 4 Beutel bestellen etc. Also das ist eine Menge Holz, die da fließt, 1200 Euro, bis wir loslegen können, um den Falken zu bauen. Sind wir auch beim Thema. Wie gesagt, der Charistian soll zurückkommen mit seinen 81 Jahren, der Schauspieler. Wir unken schon, er bekommt seinen Falken zurück, so ungefähr. Rücksprache mit Disney und Rücksprache mit Lucas hat ergeben, ja, es wird abgeschlossen. JJ arbeitet daran, dass irgendwie auf irgendeine Art Mark Hamill zurückkehrt. Irgendwie lässt sich da was einfallen. Er lässt sich richtig was einfallen, das soll so ein richtiges Trompeten-Star Wars werden, ohne Fehler, ohne Schnittfehler. Problem ist halt, Johnson hat grünes Licht, nach E9 kommt Johnson mit seinen dreien, also mit seinen dreien als Trilogie. Also es sind ja nur 40.000, also meine lieben Freunde, Star Wars gehört uns nicht, Star Wars ist ein Genuss. Gestern noch die 6 Staffeln von Clone Wars beendet. Bei Netflix kann man sich die ja nochmal zu Gemüte führen, macht ja Spaß. Die anderen Star Wars muss man halt warten, dass man die wieder sehen kann. Wer sie nicht hat, muss halt warten. Die meisten haben, wir sammeln. Ich freue mich schon auf Han Solo, sobald er kommt, werde ich mich zurücklehnen und den nochmal angucken. Im Moment steht er immer noch auf 31.12.2018. Wann der Tag kommt, wo er wirklich zu kaufen ist, weiß ich nicht. Ich warte ja auch auf Rebels. Auf Rebels warte ich auch, vierten Teil. Vierte Staffel ist halt noch nicht zu kaufen. In Amerika gibt es das zu kaufen, aber hier noch nicht. Ich brauche es, wenn schon, denn schon in Deutsch. Ja. Ja, hallo. Aus Feierabend. Super. Wie nee. Ich freue mich natürlich auf jeglichen Besuch. Nicht nur Kunden, auch Freunde, Star Wars Freunde. Ach ja, also wie gesagt, Star Wars gehört uns nicht, aber Star Wars will ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, ob oder ob nicht. Ziemlich ruhig geworden über das Thema, um das Thema, auch die Kunden hier sind also auch nicht mehr so viele da, die über Star Wars philosophieren, vorbeikommen. Der Stammtisch ist auch ein bisschen ruhiger geworden, viele sind unterwegs, sind Ferien, noch nicht. Noch sind keine Ferien, erst am 16. sind Ferien, aber viele Schüler sind ja jetzt Auszubildende oder halt in Maßnahmen. Hallöche! Ausdrucken? Euren. Genau. Viel Spaß bei der Teilung der Woche. Teilung der Woche? Richtig, Mittwoch.
Früher haben wir immer die Leute nach dem Kennedyplatz geschickt. Da haben wir immer gesagt, immer heute ist Mittwoch, dann wird die Woche geteilt, dann wird am Kennedyplatz immer Geschenke verteilt. Ja, in den 50, 60 Jahren waren wir alle ein bisschen anders drauf. Ja, bis zu 70, also 50, 60, 70er Jahre, da waren wir anders unterwegs. Und danach habt ihr ja und jetzt erst recht. So, heute war ein Horror da, Jason. Ja, auf Horror stehe ich jetzt nicht, das ging gerade um das Auge. Um dieses Matschauge, wo kriegt man das Matschauge her? Wurde gerade ein bisschen philosophiert, wo kriege ich eine ordentliche Schürze her, ja, für Jason und so. Und Leatherface, ja, also sind einige harte Horrortypen, ja, Leatherface, Freitag der 13. und so weiter. Wir haben ja auch Moloch. Moloch ist mittlerweile jetzt ein Schauspieler und er läuft jetzt halt mittlerweile normal rum, nicht mehr als Moloch, wer Moloch noch kennt. Die haben auch einige Filme für sich selbst gedreht, daraus hat sich auch eine Menge entwickelt hier. Ja, ihr merkt schon, es geht auf Sommerloch zu und so viel kann ich gar nicht philosophieren. Ich möchte mich einfach nur bedanken, alle, ihr seht das ja und deswegen kommt ja hier auch gerade wieder jemand, der das analysiert hat und da irgendwas machen wollte. Finde ich auch toll, dass er das analysiert. Natürlich können wir eine Menge machen, wir machen ja auch eine Menge und wie gesagt, wir hatten gerade hier mit der Zauberflöte was zu tun, da stehe ich jetzt nicht so drauf, ich habe es fertig gemacht, in Ordnung, ich habe nichts gehört, das ist schon mal gut, ich habe nur die Agierungen gesehen und das alles, bin jetzt kein Freund von Opern, Operetten oder so, es war die Zauberflöte, wurde fertig gemacht, Kunde brauchte, Kunde bekommt, kein Thema. Wie gesagt, Jason gerade, Moloch, was andere, Leisureface. Mein Gott sei Dank kommen sie jetzt nicht in dieser Kluft hier rein, dann würden sich die Kunden noch irritiert. Also sie hätten dann ein bisschen Schiss. Wenn wir hier schon die Star Wars Figuren ins Schaufenster stellen, heißt das ja, wir sind Satanisten und so. Also so einfach ist es nicht. Geht nicht, kann man nicht, ist eben halt so. Ja, viel zu erzählen ist nicht. Wie gesagt, die Therapie, Star Wars Therapiegeschichte hat doch eingeschlagen, da Disney selber sagt, lasst euch therapieren, Jungs. Wenn Star Wars, was wir jetzt unter Star Wars laufen lassen, euch die Kindheit kaputt macht, dann stimmt was mit euch nicht. Weil man kann nichts kaputt machen, weil Star Wars gehört euch nicht. So wie jetzt hier Leatherface, Jason, Darsteller, wie gesagt, in diesem Horrorbereich, die versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Sag ich, schau es dir genau an, kopiere es dir selbst, oder sorg es. Ich meine, so eine Maske kostet um 2,69 die gute, 70, 80 gibt es so eine ähnliche. Ne? Und die andere Maske von Michael Myers, genau. Da ist irgendwas kaputt gegangen, und zwar die Haare waren ab. Ne? Nächstes Mal frage ich höflich, ob ich vor der Kamera damit agieren kann, damit ich es ja euch mal zeigen kann. Ich habe mir jetzt zum Spezialisten geschickt, damit die Haare wieder an diese Maske kommen. Ja, wie gesagt, viel habe ich nicht zu erzählen. Geht jetzt ins Sommerloch. Therapiestunde bei Star Wars. So. Es ist halt so. Es wird auch immer so bleiben. Und ich wünsche euch auch viel Spaß mit eurem Star Wars. Wie gesagt, so richtig klar kommt keiner mehr im Moment. Wegen diesen 40.000 Hatern da, 40.000 Hater, die da ein bisschen aufgewühlt haben, das Ganze ist dann, wie gesagt, 500-fach überall reingetragen worden, fast nur noch gelesen. Es sind nur 40.000, Amerika ist riesig, Europa ist riesig, die Welt ist riesig, also komm, ein Promille, die da Ärger machen, vergessen wir mal ganz schnell. So, ich wünsche euch was, viel Spaß, viel zu erzählen ist nicht, was auch, wie gesagt, ist Sommerloch, ne? Ja. Das war's. So, wie gesagt.